Hallo meine Lieben, es gibt heute eine kleine Mini-Legung nochmal von mir und da wollen wir jetzt mal reinschauen hier mit diesen ganz tollen, wundervollen Manga-Karten, ob denn hier demnächst ein Treffen mit deinem Herzensmensch auf dich zukommt. Und wir schauen jetzt einfach mal, wird es denn demnächst zu einem Treffen mit dir und deinem Herzensmenschen geben? Schauen wir mal rein, was haben wir hier? Hier haben wir schon mal den Ritter der Kelche. Also es kann sein, dass man hier in einer ganz romantischen Stimmung auf dich zukommen wird. Na? Wir gucken mal, was hier noch ist. Ja, es kommt ein leidenschaftliches Angebot, es kommt ein Angebot auf dich zu. Dann haben wir hier die Hohepriesterin. Das Ganze ist auch hier geführt, man hat auch daran geglaubt. Du sollst aber auf deine innere Stimme hören. Na? Hör auf deine innere Stimme hier in dieser Sache. Dann habe ich hier nämlich, ja, du triffst halt hier noch eine Entscheidung, ne? Also in dem Moment weißt du noch nicht, nehme ich dieses Treffen an oder nicht, ja? Und ich möchte jetzt mal wissen, nimmst du das Treffen denn an oder nicht? Oh, die Sieben der Schwerter. Ich glaube, du, oh Gott, was kommt mir da jetzt so rein? Du suchst auf jeden Fall das Weite, ja? Also du. Das Weite, tut mir leid, Leute. Ich habe gerade voll die Bilder vor mir. Ne? Und was kommt dann? Ja, die Acht der Stäbe. Ja, und das bedeutet, dass man hier auf jeden Fall nochmal miteinander reden wird. Ich hatte gerade so ein krasses, total krasses Bild vor mir. Dieser Mensch, der kommt auf dich zu mit etwas, ne? Und ihr trefft euch dann und es geht dann vielleicht doch irgendwie zur Sache und dann machst du diesen hier. Du haust ab. Okay, gut. Lass mal das Ganze sein, ne? Auf jeden Fall wird hier nochmal ein Gespräch kommen, ob du das hier annimmst oder nicht, ja? Ich wünsche euch alles Liebe. Ciao.